Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, meine Lieben. Heute machen wir mal wieder ein Armband und zwar machen wir dieses Fischgrätenmuster. Das ist ein ziemlich einfaches Muster, aber für Anfänger super geeignet. Ich wünsche jetzt viel Spaß und los geht's. Diese Pakottseile gibt es natürlich in unzählig vielen Farben, in Regenbogenfarben und anderen schönen Farben, die ich mir bestellt habe bei Mario und Lena. Die Seite davon verlinke ich euch nochmal in der Infobox, wenn ihr Bock habt, da vorbeizuschauen. Die haben einen Online-Shop mit unzählig vielen dicken, dünnen Pakots in sämtlichen Stärken. Ihr könnt mit diesen Bändern natürlich Halsbänder machen, Schlüsselanhänger, so wie ich das hier gemacht habe, oder Armbänder, Hundehalsbänder. Eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche jetzt viel Spaß, ich werde heute mal eins in Gelb und Blau machen. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Für dein Armband brauchst du natürlich eine oder wenigstens zwei Farben. Ich nehme dieses Dunkelblau und dieses Gelb. Eine Schere. Ein Feuerzeug. Ein Verschluss. Ein Zollstock. Und Klebestreifen, um das Ganze am Tisch zu befestigen. Oder du haust einfach zwei Nägel irgendwo rein und kannst es auch daran befestigen. Meine zwei Seile sind jetzt insgesamt 2 Meter lang, aber es würden für ein Armband natürlich auch 1,50 Meter beziehungsweise wenn du ein Kind bist, 1,20 Meter vollkommen ausreichen. Wir nehmen uns jetzt also die zwei Enden und brauchen jetzt ein Feuerzeug. Wenn du noch minderjährig bist, bitte mit deinen Eltern zusammen machen und nicht alleine mit dem Feuerzeug rumgurkeln. Das heißt, wir schmelzen jetzt erstmal beide Enden an und drücken die zusammen. Wenn das richtig kalt ist, hält das auch bombenfest, wie ihr sehen könnt. Als nächstes brauchen wir unseren Verschluss. Ich verwende hier einen kleinen, ich finde die schöner wie die großen, zumindest wenn ihr das als Armband benutzt. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen flach gedrückt, damit es besser hier durch unsere Schlaufe geht. Super. Wir haben jetzt unseren Verschluss durchgezogen und jetzt gehen wir von hinten durch die Schlaufe und ziehen unsere zwei Seile komplett durch, ziehen das Ganze straff und haben jetzt einen ordentlichen Knoten, an dem unser Verschluss befestigt ist. Jetzt müssen wir die andere Seite noch befestigen, das heißt, wir ziehen jetzt die andere Seite auch auf unser Seil auf. Achte darauf, dass der Verschluss oben ist, das heißt, schließe ihn jetzt einfach mal hier ein, ziehe jetzt beide Bänder durch die andere Seite. Öffne das Ganze wieder. So haben wir das zweite Ende auch draufgezogen. Probiert ihr mal, ob der Verschluss richtig rumsitzt. Ja. Jetzt legen wir das Ganze um unseren Arm und schauen, dass wir das Armband locker um das Handgelenk kriegen. Und dann lassen wir nochmal 1-2 cm Platz. Jetzt halten wir hier unseren Verschluss fest. Und befestigen das Ganze mit Tape am Tisch. Wie gesagt, wenn ihr ein Stück Holz habt, könnt ihr auch zwei Nägel einfach in das Stück Holz machen und dann könnt ihr das euch besser hinlegen. Das untere Ende auch mit Tape befestigen. So, los geht's. Wir trennen jetzt die Farben schwarz zum Beispiel nach links und gelb nach rechts. Das könnt ihr natürlich jetzt machen, wie ihr Lust und Laune habt. Es sei denn, ihr habt ein einfarbiges. Wir starten jetzt also mit gelb und fahren unter dem linken gelben hindurch. Jetzt nehmen wir schwarz und fahren in die Schlaufe rein und unter dem schwarzen durch. So sieht das Ganze jetzt aus und das ziehen wir jetzt schön vorsichtig nach oben hin fest. Jetzt nehmen wir schwarz und fahren wieder unter dem gelben durch. So. Und dann nehmen wir das gelbe und fahren wieder von oben unter dem schwarzen durch. Schön festziehen vorsichtig
Und hier seht ihr schon schön, wie das Muster entsteht. So, mehr brauche ich jetzt nicht erklären. Das Ganze wird jetzt mit Musik unterlegt und weitergemacht. Wir sind jetzt ganz unten angekommen, ich denke mal eins passt gerade noch so dazwischen. Jetzt können wir unser Klebestreifen abmachen. Jetzt schneiden wir die Enden ab. So, nehmen wir jetzt wieder das Feuerzeug. Schmelzen die eine Seite an. Und drücken das Ganze mit der Schere nach innen. So. Seht ihr das schon hier fest? Dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Schön zurechtziehen und fertig ist euer Armband. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen dieses Armbandes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, schreibt mir gerne einen Kommentar und abonniert meinen Kanal für mehr Videos.